In diesem Video. Sind wir ready für Tipps? Ich glaube schon, oder? Safe. Lange, oder? Du fragst dich, wie diese Situation endet. Das erfährst du im heutigen Mario Odyssey Hide and Seek Part mit diesen 7 wunderbaren Menschen. Und von daher viel Spaß. Bitte alle in einer Reihe aufstellen. Okay, ich war ja schon Sucher. Und jetzt geht's Zufallsgenerator besucht. Ey, warte, ich bin schon wieder gestorben. Also, wir haben quasi, Tim ist die 1, David ist die 7. Okay. Ja. Zufallszahl zwischen 1 und 7. Das wäre die 4. Das ist Vic! Vic sucht! Ja! Let's go, alle in den Suchermodus! Neue Runde, neues Glück. Also versteckte ich mich in einer Kiste im tiefsten Süden der Stadt. Zumindest bis das Game crashte. Tim hat versucht, einen großen Mastermind-Move zu bringen und hat sich direkt am Anfang hinter dieser Lake versteckt. Nerdy hatte genau dieselbe Idee, aber komischerweise hat man Tim nicht gesehen. Die Technik mal wieder. Nach einigen Spielabstürzen hat Leon auch sein Versteck gefunden, und zwar dort am Hochhaus hat er sich hängen lassen wie Graf Dracula. Shimtex hat eine Ausbildung zum Botaniker begonnen und hat sich im Baum versteckt. Ja, und Sefi, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er getan hat, der ist irgendwie wirrwarr herumgelaufen, aber hat sich immer wieder in die Ecke verkrochen. Und Hübi hat einiges an Spider-Man geschaut und sich ganz oben auf dem Hochhaus in einer Kiste versteckt. Ich weiß genau, wo du bist. Du wirst mich niemals finden. Oh. LOL. Okay, was war das mit Versteck? Das war eigentlich ein Super. Ich hab gedacht, du gehst direkt nach unten. What the fuck? Dieser Aufschrei. Ich hab gedacht, der erste Instinkt ist runter und suchen und du schimmelst hier oben rum. Oh, ich bin drüben. Let's go. Und zieht euch mal rein, wo ich gewesen bin. Mein Spiel ist leider abgestürzt und gerade nachdem Tim gefunden worden ist, kam ich da oben an. Also war mein Gedanke, diesen, kann man das Pömpel nennen, wegzuballern und mich dort zu verstecken. Das Problem ist, durch mein super Versteck sehe ich nur die Hälfte vom Level. Ach, ist das so? Aha. Also mein Chat meint 0 out of 10 Versteck bei mir gerade. 0 out of 10? Aber das können die besten Verstecke sein tatsächlich. True, weil das so simpel ist, dass man sich erwartet. Während wir über die Qualität der Verstecke philosophiert haben, hat Nerdy einen Move gebracht, den keiner verstanden hat. Und zwar ist er runtergesprungen, er hat Suizid begangen. Aus welchen Gründen auch immer. Nerdy, hast du gerade einfach Suizid begangen? Influencer, keine Zeit für nix. Ja, ich springe hier so rum. Ach, du bist das, ja, okay. Mach alle Kisten kaputt. Oder so? Das wirkt irgendwie für mich wie ein Bug, was hier gerade abgeht. Das, was jetzt passierte, war der losseste Moment überhaupt von mir. Und zwar habe ich mich so sehr darüber gewundert, was Nerdy da tut, dass ich meinen Controller hochgehoben habe und damit geschüttelt habe. Aber seht selbst, was passiert. By the way, habt ihr den Kanal eigentlich schon abonniert? Ich frag für ein Schulprojekt. Ja. Bro, was tut denn da ja, vorne? Hä? Da hinten? Hä? Ich bin gerade auf dem Nein! Du hast gerade die Bäume ab. Ich hatte den Fail des Jahrhunderts. Ein wenig später hat Vic auch Sefi entdeckt in seinem... in seinem Versteck. Ducher, wer? Ach, das ist ja wirklich jemand. Nerdy läuft hier die ganze Zeit rum. Wer steht denn da die ganze Zeit? Alter, Sefi, was machst du auf dieser Laterne? Bro, ich bin Spider-Man. Lass mich sein. Warte mal, wenn er dich hier gesehen hat auf dieser Laterne, dann können wir relativ viel ausschließen. Bruder, ich kann überall sein. Wenn du auf einem Dach stehst, siehst du sehr viel. In welchem Universum lebt Nerdy eigentlich die ganze Zeit? Ja, Bruder, muss auf Klo, Alter, ich laufe nur im Kreis, ich krieg Updates reingeschoben. Ja, ja. Was ist ey, ohne Witz, Digga. Weil mich das so sehr verwirrt hat, bin ich einfach gestorben. Ich wollte gerade sagen, du hast dich von ihm fangen lassen. Das kommt man davon, wenn man mit 40-jährigen Influencern zusammenarbeitet. Wenn sie dich jetzt in einem Baum versteckt haben, den ich schon hatte oder so. Ja. Naja, ich glaube, also Hübi ist halt so einer, der erinnert halt immer sein Versteck, wenn er die Möglichkeit hat. Ich bin am Kabel! Nein, ich bin gebockt! Nein, als ob, es kriegt die Scheiße! Okay. Du wolltest die Kiste absuchen, ne? Du wolltest die Kiste absuchen. Ja, ich hab alle Kiste abgesucht. Ich bonk gegen die verdammte Straßenlaterne, die 2 Pixel breit ist. Mir sah das so aus, als wärst du einfach nur gegen die Luft gebonkt. Wie viel Pech kann man haben? Ich war auf der Odyssee die ganze Zeit. Rollt auf der Hauptstraße geradeaus Richtung Rathaus. Ja, ich greif ihn von oben auf. Nein! Hast du da Mr. Baby? Bruder, wo ist er hin? Er ist da hinten! Bro, ich hatte ihn doch! Was soll die Kacke? Bei mir sah so, als wäre er gebongt. Komm, mach nur. Ja, Bruder, hier ist Feierabend. Ich warte. Pass auf. Nein, er ist oben! Oh, nee, da ist die Stromleitung! Hä, wo ist er hin?
Hab ihn. Hast du ihn? Er ist hier auf der Straßenlaterne. Er läuft wieder Richtung Mitte. Er läuft Richtung Mitte zur Hauptstraße. Ah, ich seh ihn. Nein, wo ist er? Hier ist er. Oh, nach rechts. Junge, seht, ich fahr mit dem Roller hinterher. Er ist da oben auf diesen Säulen. Hier oben ist er hin. Scheiße, wir sind da hochgekommen, Digga. Ich bin tot, So, jetzt fehlt nur noch Leon, die Sau. Ich kann nicht mal so viel sagen, ich habe mein Versteck nicht einmal gewechselt. Ich bin die ganze Zeit am gleichen Punkt. Ist es schon Zeit für einen Tipp? Ja, ich denke schon. Ja, okay, aber stopp mal. Ich weiß gar nicht. Ja, wenn Dick mehrfach an ihm vorbeigelaufen ist, dann muss es ja eher... Eher oben sein dann, doch. Also irgendwas, wo du halt schon mehrfach warst. Also ich meine, an manche Orte geht man nur einmal. Das muss doch sein, wo du häufiger vorbeikommst. Das ist halt schwierig, weil ich war überall. Eine Ewigkeit später. An dem Gebäude. Ich habe ihn. Also klauen ihn. Wo? Ja, er ist, Ach komm, ich sammle ihn kurz ein. Sammeln, als wäre so krass. Wieso fällst du so langsam? Ruckelt das bei dir? Ich weiß es nicht, es ruckelt über. Ich hab dich berührt, aber es ist nichts passiert. So wurden alle gefunden und die Runde war vorbei. Und so kann man sagen, dass Leon die Runde gewonnen hat. Weiter ging es im Forstland und das Besondere an dieser Runde wird sein, dass wir zwei Sucher von Anfang an bestimmen. Zufallszahl zwischen 1 und 5. Wenn ich suche, muss, bin ich so gefickt. Okay, das ist einmal David, der sucht, aber Achtung, wir machen noch ein zweites Mal. Verdammte Kacke. Zufallszahl zwischen 1 und 4. 3, das ist Leon. Hey Leon, wollen wir Liebe machen in der Odyssey? Ja, Mann. Wie so ein altes Ehepaar. Ja, ey. Irgendwas wunderbar. Macht, was, glaub ich, geboten ist. Jetzt Darling, wie Video schmeckt dir dein Tee? Oh, grandios, köstlich. Sehr schön. Für welchen Tee hast du dich entschieden? Das ist ein Kräuter-Zitronentee und so. Ich habe einen Hagebuttentee. Während Leon und ich über diverse Teesorten diskutiert haben, haben die anderen sich auch fleißig versteckt. Und no joke, ich sitze gerade im Schnittprogramm und bin übelst verblüfft über das Versteck von Hübi. Das ist ja genial. Obwohl wir aktuell den No-Nut-November haben, hat sich Tim dennoch in einer Nuss versteckt. Nerdy hat währenddessen mit Spielabstürzen und Controller-Einstellungen zu kämpfen. Shimtex hat sich auf Risiko in einem Stein versteckt, denn es kann prinzipiell schnell passieren, dass man da durchcrasht. Vic nimmt den No-Nut-November ebenfalls nicht so ernst und versteckt sich auch in einer Nuss auf diesem Zaun. Ja, und Sefi, ja gut, er hat sich in der Ecke versteckt. Man kann es ja probieren, er hat einen grünen Rücken. Ich fange mal so in der Mitte irgendwo an. Ah, ich sehe sogar jemanden rumlaufen. Wo ich eigentlich mindestens eine Person sehen könnte, aber sehen die. Rosi auch Versteck. Ich drücke nach oben auf meinen Controller und Mario läuft nach rechts. Was passiert mit deinem Controller eigentlich die ganze Zeit? Was machst du so, David? Vic, was mache ich denn? Ja, das frage ich dich. Ja, das musst du mir ja sagen, was ich tue. Du kannst mir doch keine Gegenfrage stellen. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, also kannst du schon, aber... Siehst du doch, dass ich es kann, oder? Ich weiß nicht. Ich sag nur so, ich mag Panzer. Ja, hast du schon mal World of Tanks gespielt? Ja, World of Tanks habe ich tatsächlich mal gespielt. Ja, cool. Und wie fandest du es so? Soll ich ehrlich sein? Placement? Ja, das war schon ein Placement, aber soll ich ehrlich sein? Ja. War nicht so geil. Digga, ihr seid beide hier in der Nähe. Ihr könnt mich auf jeden Fall sehen. Ja, okay, also es ist lustig, wie du da unten stehst. Was machst denn du da jetzt, Alter? Du bist in der Pflanze, ne? Das sieht übel wack aus. Ich halte ein bisschen Ausschau. Ich würd mal so einen grauen Block kaputt machen. Ich glaube, da ist einer drin. Bro, kannst du trotzdem mal versuchen, okay? Leon und ich haben echt einige Zeit gebraucht, überhaupt wen zu finden. Und dann kam die glorreiche Stelle. Nach einiger Zeit war ich aber ganz oben auf der Map und diese Situation ist aufgetreten. Oh, wer bist du denn? Hallo? Tim, grüß dich, Junge! Ha! Mann, ich dachte, du kommst erstmal nach oben! Jawohl! Woohoo! No joke, ein paar Sekunden später ist das passiert. Geh dazu, das hast du gut erkannt. Hä, lol, what? Digga, ich hab Shimtex gefunden! Nein! Hä, Shimtex, Junge! Mein Spiel ist abgestürzt. Warte, dein Spiel ist abgestürzt? Ja. Okay, dann bin ich sehr verwirrt einfach. Aber ich hab doch gerade eben jemanden hier gesehen. Auf der Karte, welch? Ah. Hallo, grüß dich. Timo, na, öfter hier? Kommunizier mit deinen Sucherkollegen. Hey Timo, du darfst dich hier unten nicht verstecken. Scheiße. Das kann doch nicht sein, oder? Ich seh David hier, ich seh David! Du bist auf der Blumenwiese, oder? Also ich würde dir sagen, wenn ich Shimtex sehe, aber ich sehe ihn nicht. Ich glaube, der ist nicht da lang gegangen, wo du lang gegangen bist. Scheiße, ich hab ihn verloren, Digga. Oh, mein Gott, Leon ist tot, ehrenlos. War da auch gerade schon drinne. Warte, wir sind jetzt 5 Sucher, oder? Ich hab auch einen Verdacht. Alter, David, das ist sehr dangerous, wo du dich bewegst, ne? Pass auf, dass du keinen Fehltritt machst. Ist ja nicht schlimm. Bin ich bei euch noch irgendwie drin? Yo. Shimtex war währenddessen wieder auf dem Weg zu seinem alten Versteck und aus irgendwelchen Gründen hat dieser Sucher Timo nicht gesehen.
Wenigstens ein bisschen. Du, Nerdy, komm da mal raus, da gibt's eh nichts zu holen. Ich glaube, ich war gerade wortwörtlich neben einem Seeker und der hat mich auch gesehen. Oh, Leon nimmt ein frisches Bad. Digga, ja, geil. Das gibt es doch nicht, wo bist du denn? Alter, Leon müffelt halt auch ehrenlos, ne? Das ist, hüpf nochmal rein, dann geht vielleicht so die schlimmste Schicht weg. Ja, Leute, ich hab einen Disconnect. Ich seh hier den Clown oben drauf sitzen, aber ich kann ihn nicht berühren oder so. Wo? Oben auf dem Gitter da, ganz außen. So, wie jetzt sehe ich dich. Der ist auf so einem Kackgitter. Nein, es freest. Nein, es laggt, es freest. Nach diesem Vorfall ist Hübi ebenfalls rausgeflogen und es waren nicht mehr viele dabei. Es mussten nur noch Shimtex, Vic und Sefi gefunden werden. Ich sag's mal so, ich bin die ganze Zeit am selben Versteck. Ich hatte zwar ein paar Disconnects, aber ich bin immer wieder zurückgekommen. Ich hab meinem Versteckort eigentlich immer die ganze Map überblickt und ich hab dich nie gesehen. Okay, sind wir ready für Tipps? Ich glaube schon, oder? Safe. Lange, oder? Ja, ich überlege gerade, was für einen Tipp man geben kann, der nicht zu obvious ist. Freunde, was ist das für eine Runde? Im ersten Moment bin ich auf Shimtex und bleib auf ihm stehen, ohne ihn zu entdecken. Und jetzt im nächsten Moment läuft Sefi einfach an uns vorbei und es checkt keiner. Was für einen Tipp man geben kann, der nicht zu obvious ist. Okay. Du schwebst bei mir, das sieht auch sehr interessant aus. Danke. Also David muss ja ungefähr wissen, wo ich war. Ich habe den halt beobachtet, als er neben dem Panzer war. Und ich habe den immer... Welcher Panzer? Ist es oben beim Boss? Irgendjemand, ich weiß nicht. Hier wird mir jetzt normaler Mario angezeigt. Irgendjemand stand gerade auf mir. Ich glaube, hat irgendeine Loadzone geladen. Oh Mann, Chimtex ist schon wieder am selben Ort, Junge! Wo ist er? Er ist hier, Mann, wie beschreibt man hier. Das denn? Oh, Digga, was? Diese komischen Dinger, die so nach oben wachsen. Oh Mann, ich kann das nicht beschreiben, Junge, ich bin überfordert. Er ist in dem Ding da. Warte, ich mach's, Digga. Nein. Ich hab ihn! Oh shit, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Alter, David, du standest für fünf. Du hast alle Blöcke in mir kaputt gemacht und standest. Außer den einen, wo du drin warst, ne? Ich hab auch überlegt, ob ich fliehen soll, aber dann dachte ich mir, was, wenn er das nicht. Ja, eigentlich nur dumm. Du hättest das auf jeden Fall kaputt gemacht. Ich hab noch einen Tipp. Ich hab ein richtig langes Ding vor mir. Ja, ich sehe da auch jemand. Das ist ein großes Ding, Alter. Sein Penis. Ja gut. Ich hab ihn! Butter. Oh. Mit dem großen Ding hat er die gelbe Stange gemeint. Da wo der Eingang zu diesem Pflanzenlabyrinth ist. Tja, die Mario Odyssey-Runden machen immer wieder super viel Spaß und sind super lustig. Aber weißt du, was auch super lustig ist? Dieses Video, dort habe ich Mario Odyssey als Dino durchgespielt. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, zieh dieses Video rein. Viel Spaß dabei!